Los geht's, sehr verehrte Zuschauer, hier in der Fußball-Golf-Arena am Rande der Pferdestadt Vechta. Für die OV ein klares Heimspiel. Deshalb ist der Druck besonders hoch und die Erwartungen sind groß. Nach leichten Startschwierigkeiten wirkt die OV nun aber konzentrierter. Nun die Bremerin. Ja. Oh. Ach du Schande, was war das denn? Gleich zu Beginn so ein Fehlschuss. Und jetzt auch noch der Pfosten. Naja, wenn man mal ehrlich ist, die glorreichen Zeiten der Grün-Weißen sind ja schon länger vorbei. Nach 8 sieglosen Partien muss langsam endlich mal mehr kommen. Wer so eine Leistung abliefert, der schafft es nicht in die WhatsApp-Gruppe von Jogi Löw. Mal sehen, ob die OV die momentane Führung halten kann. Oh nein, was ist das denn? Das Runde muss doch ins Eckige. Da muss die OV noch einmal einen Schritt zurückspielen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Obwohl da durchaus noch das Feuer fehlt. Eier, wir brauchen Eier. Mit so einem Rumgegurke gewinnt man in der Bundesliga keinen Butterkeks. Also in der zweiten Hälfte keine herausragenden Szenen der OV-Ranerin. Doch das kann jetzt die Chance für Werder Bremen sein. Das war so klein. Oh nein, was war das denn? Schon wieder der Pfosten. Da mag man ja gar nicht hinschauen. Der Matchplan geht definitiv nicht auf. Och, jetzt geht der Ball auch noch ins Dickicht. Diese Partie doch eher etwas zäh wie Kaugummi. Mit einem schnöden Unentschieden trennen sich die Fußballgolfdamen der OV und Werder Bremen. Also irgendwie sind wir noch ganz schön schlecht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, da hilft nur üben, 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 üben. Und schon kaputt? Nö, noch lange nicht. Gut, ich habe nämlich auch noch eine andere Idee. Ach du Scheibendreck. Oh, der bewegt sich ja gar nicht.